Tja, Ray will's wirklich wissen, ne? Die konzentrieren sich nur auf die Kathedrale, das ist gut. Denn so sind wir auf dem Friedhof ganz ungestört. Sully. Ja? Hey, pass auf, wir können loslegen. Okay, Kleiner. Waldmanns Heil. Letzte Chance mitzukommen. Ach, naja. Wenn du keinen Aufzug für mich hast, passe ich lieber. Okay, dann bis später. Hey, Nate. Ja? Also, bring mir was Schönes Glänzendes mit, ja? Das habe ich vor. Gut. Dann besuchen wir mal Captain Avery, ja? Kapitel 8, das Grab von Henry Avery. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4, A Thief's End. Ach, wäre das schön, wenn nicht immer alle da reinreden würden. Ja, in der letzten Folge bin ich ja so ein bisschen ratlos in der Gegend herumgelaufen und gesprungen, hab dann aber doch noch den Weg gefunden. Auch genug von mir. Ich musste dann Tod verarbeiten und er war frustriert, dass er den Schatz nicht fand. Naja, als ich fort bin, hätte er mich wohl am liebsten umgelegt. Überleg mal, was er dir jetzt antun will. Ja, lieber nicht. Und jetzt suchen wir den Schatz. Die Frage ist nur, wo müssen wir hin, was müssen wir machen? Jetzt haben wir nicht, der ist oben geblieben, ich wollte gerade sagen. Sam, hör zu, er ist skrupellos. Noch schlimmer, als er es im Team mit uns schon war. Ich kenne Geschichten. Glaub mir, ich auch. Noch ein Grund, warum ich kein schlechtes Gewissen habe. Ist das tief? Ja, suchen wir einen anderen Weg nach unten. Also, wir müssen auf jeden Fall runterkommen. Das hat er jetzt schon gesagt. Oh, jetzt ist die Frage. Wir müssen wahrscheinlich erstmal hier hoch. Da komme ich nicht mehr hoch, oder? Muss ich schlittern? Kann ich denn da auf die andere Seite? Ich probiere das jetzt mal aus. Wahrscheinlich funktioniert das nicht. Scheiße. Okay. Und, wie machst du das? Na? Zeig mal, wie man eigentlich den Weg nimmt. Ach, der ist ganz rüber geschlittert. Ach so, okay. Na gut. Hier sieht's gut aus. Da unten scheinen aber schon Leute zu sein. Das sollte halten. Oh, gute Idee. Oh. So, diesmal habe ich dran gedacht, dass wir uns abseilen mit linke Maustaste. Linke Schultertaste. Was ist denn das? Ausgrabungsausrüstung. Schorlen? Was? Da. Ich dachte, die wären an der Kathedrale. Scheiße! Es war so klar. Die Frage ist, kommen da noch mehr? Alles okay. Ja, sehr erfreut, Schorlein. Die haben uns wohl erwartet. Und die suchen fernab der Kathedrale. Weshalb wir zu diesem Friedhof müssen, da sofort. Da ist ein Ilch. Ganz genau. Was mit links Warum und... Habt ihr nicht neben der Kathedrale links und gesucht? Rechts? Ja, das haben wir. Ein bisschen, aber der Ort ist riesig. Wenn man nicht weiß, wo, ist das die Nadel im Heuhaufen. Oder der Sprengsatz im Heuhaufen. Ah, das sieht mir hier so nach Deckung aus. Auf dem steht, hier liegt Henry Avery, geliebter Sohn und berüchtigter Pirat. Ja, wohl kaum. Hä? Er will unbedingt unentdeckt bleiben und schreibt dann seinen Namen auf einen Stein. Das ist ein unheimlich mysterischer Hirsch. Er ist plötzlich verschwunden. Was ist das denn? Okay. Das sieht mir jetzt noch schlechter aus, wenn wir da runtergehen. Ui, ui, ui. Wo ist mir denn überhaupt hin? Das. Ich kann meine Waffe doch wieder nehmen, ne? Was ist das hier? Die Mönche hatten mehrere Wohnquartiere. Das größte natürlich beim Friedhof. Brauchen wir das irgendwo für?
Wie öffnen wir diese Tür? Die Tür. Können wir da eigentlich irgendwie drüber springen? Oder wir müssen das hinten rechts in die Ecke stellen. Das kann ja natürlich auch sein. Ja, ja. Nein, nicht. Warum rollt das hier alles so komisch zurück? So. Ja, oder so. Ist auch noch eine Option. Brauchst die Tür nicht öffnen. Wir gehen einfach da durch. Wo kommst du denn jetzt her? Wo kommst du denn jetzt her? Alter Sack. Ach, da kommt man... Nein, oder? Na toll. Habe ich gar nicht gesehen. Okay, ich laufe ihm mal hinterher, weil ich keine Ahnung habe, wo wir jetzt genau hin müssen. Die Tür müssen wir wahrscheinlich öffnen, ne? Muss ich das... Aber das Ding kann ich nicht mit darunter nehmen, ne? Gibt es hier irgendwo Sprengmunition? Ah, das sieht gut aus. Da wollen wir wetten. Yep. Dynamit. Zigarros. Hey, sei vorsichtig damit, ja? Muss ich das werfen? Moment, jetzt muss ich erstmal... Wie kann ich denn jetzt die Waffe wechseln? Das war's nicht. Okay. Okay. Ich dachte, ich muss es vorher wechseln. Ich hätte vielleicht in Deckung gehen sollen. Laut. Ne? Hoffentlich haben die nichts gehört. Hoffentlich ist das in den Explosionen untergegangen. Sieh mal, da ist ein Weg durchs Dach. Das ist zu hoch für eine Räuberleiter. Warum? Dein Ernst? Die ich jetzt da oben hingeschoben habe, oder was? Kann ich jetzt doch hier runter? Ist die überhaupt gelb? Nee, die ist... Doch, die ist gelb. Ach so. Ich verstehe. Bitte, nimm das, Tür. Jetzt verstehe ich auch, wo man... Boah, schieb. Ey. Hey. Hallo. Können wir rausklettern? Das ist so ein Widerstand, da denkst du wirklich, du musst das selber schieben. Hallo? Wieso wird das immer so noch zur Seite verzogen? So. Jetzt geht's weiter hier. Hilf mir bloß nicht. Mist, Shoreline versteckt. Wo sind unsere Jungs? Waffen entsichert lassen. Das sind die, vor denen Nadine uns gewarnt hat. Egal. Der Befehl lautet, Ziele eliminieren. Hier. Ich finde dich schon. Der hat ja nur gesagt verstecken. Der hat jetzt nicht gesagt angreifen, ne? Ja, geh doch noch auffälliger hier rum. Oh. Ich wollte den einen jetzt eigentlich von hinten erwischen. Ich glaube, angreifen ist die beste Taktik jetzt, oder? Ich meine, er hat zwar gesagt verstecken. Ich habe jetzt gedacht, das hätte jetzt irgendeinen Sinn. Was entdeckt? Nito, nichts. Such da drüben. Ich gehe hier lang. Ja. Aber offenbar hat das ja doch keinen Sinn und Zweck. Kommt mal einer zu mir, damit ich den mal überfallen kann, so aus dem Hinterhalt. Komm, put, 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 put. Komm, du. Komm, put, 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 put. Wo ist der Kerl jetzt eigentlich hin? Also mein Bruder. Ach, da ist er. Ach, der will sich darüber schleichen, glaube ich. Kann das sein? Das wäre natürlich auch noch eine Option. Wo steckst du?
Ich finde dich schon. Meinst du? Na komm, du auch noch? Kann ich dich herunterziehen? Nee, ne? Er darf gerne noch ein paar Schritte runterkommen. Das macht jetzt wieder Spaß. Also es tut mir leid, ich weiß, ich könnte mich jetzt hier auch durchballern oder so. Aber ich finde das recht cool, dass man sich jetzt hier so da rein... Hallo, du sollst da nicht... Wieso geht der hier nicht in Deckung? Ja, jetzt geht er runter. Willst du mich verarschen? Die ganze Zeit wollte ich hinterrücks angreifen. So. Ja, komm noch ein bisschen nach hier. Komm noch ein bisschen nach hier zu mir. Ich würde nur gerne wissen, wo mein Bruder ist. Kann ich das eigentlich auch machen, wenn ich nicht im Gras bin? Offenbar ja. Okay. Da ist er, der Dreckskerl. Er hat sich versteckt. Sind alle weg? Super. Das fand ich jetzt cool. Ein guter Einlang. Ja, ne? Verschwinden wir, bevor jemand nach denen sucht. Aber wohin? Jetzt habe ich total vergessen, wo wir eigentlich hin wollten. Ach so, genau, den Wagen. Ja, den Wagen, den müssen wir rüberholen. Stimmt, wir müssen die ja sowieso eliminieren. Weil wir... das Ding ja irgendwie noch rüberbringen müssen. Wieso steht das jetzt hier oben und nicht mehr da, wo ich es hingestellt habe? Oh, mach schon. Das ist so scheiße zu steuern. Die Frage ist nur, wo soll ich den Wagen hinmachen? Soll ich den da reinfahren? Ja, ne? Wo er das gesagt hat, nehme ich mal an. So. Vor lauter Adrenalin habe ich total vergessen, was ich machen wollte. Komm, schieb den richtig in die Ecke. So, los. Zack. Auf geht's. Da hinten ist was zum Springen. Das sieht so aus, als ob wir da weiter müssen. Aber wo müssen wir dann hin? Ah, okay, verstehe. Dass der so windig ist. So Lara Croft-mäßig unterwegs heute. Ich benutze den Haken. So. Nur irgendwie, okay, er kriegt's besser hin als Lara Croft. Schön, na, alter Mann? Komm. Das sah aber nicht so gut aus. Da können wir nicht hoch. Können wir hier irgendwo... Moment, da ist doch... jetzt kann ich. Ich wollte gerade sagen. Hui! Kann ich da... Nee, kann ich nicht. Hä? Ja, ich bin nur gestorben. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ach, Moment. Da oben? Ach so. Oh, okay. Okay, okay. Ich habe es gestellt, ausnahmsweise. Ja, ja, es ist sicher, während des Greifens zu springen. Habe ich gemerkt. Hm? Habe ich gemerkt, wie sicher das ist. Die Leiter da, ich komme nicht dran. Komm, alter Mann. Ich möchte jetzt meine
Schöne Einlage hier von dir sehen. Nein, zeig den noch weiter. Ja, toll. Und jetzt? Ach, jetzt kann ich doch rüber. Okay. Komm hoch. Ich glaube, ich muss Räuberleiter machen. Vor allen Dingen, ganz ehrlich, da machen sie jetzt eine einfache Räuberleiter, um da an das Ding ranzukommen. Aber eben war das zu tief, ja? Zu hoch. Da musste ich unbedingt so einen Wagen davor schieben. Ist klar. Los, ich zieh dich hoch. Ja, als ob ich da drauf vertrauen würde. Na komm, wir versuchen es mal. Ich kann da gar nicht hin. Hallo? Na geht. Doch. So, die gucken gerade so schön in die Richtung. Da ist er. Der Schlafraum der Mönche. Nur ein paar Katzensprünge entfernt. Sag doch sowas nicht. Der Schlafraum. Gut. Theoretischerweise müssen wir aber erstmal noch hoch, oder nicht? Wir können doch hier nicht runterbrettern. Wir kommen da doch gar nicht mal hoch, oder? Ja, wir können es probieren. Das sieht so einladend aus. Hui! Runter geht's. Ja. Das brennt. Ah, da hinten können wir klettern. Und fallen, glaube ich, so wie es aussieht. Oh, okay. Das macht Spaß. Man folgt dem Ruf des Gelbes. Eiskalt. Wird noch kälter. Ich muss pinkeln. Bring unserem jungen Rekruten noch was bei. Wie ging es weiter? Hat er die Revolte beendet? Dank uns konnte er sie eindämmen. Aber als das Geld ausging, hatten wir keinen Grund mehr dort zu bleiben. Und der Oberst? Hat die Nacht nicht überlebt. Eiskalte Hunde. Wie sagt Nadine? Geschäft ist Geschäft. Hauptsache Action. Wo ist B? Wo ist B? Da. Wem sagst du das? Gut gemacht. Ja, wenn du den einen nehmen würdest, könnte ich den anderen nehmen, aber... Können wir zusammen angreifen? Macht er das? Wahrscheinlich nicht, ne? Verdeckt die Leiche. Ja, ja. Ach so, da hinten. Oh, der sieht mich aber auch, ne? Bewegen die sich denn auch nochmal? Vielleicht sollen wir auch an denen vorbeischleichen. Ich bin mir nicht sicher. Du den linken, ich den rechten. Ah, jetzt doch. Okay. Ach so, ich den linken. Oh. Ich sollte auf das hören, was sie sagen. Ja. Und go, 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 go. Ja, so viel dann dazu, dass er den... Ah, ich wollte schon sagen. Schon mehr kommen, Leute. Versuchen wir so weiterzumachen. Ja, das wäre cool. Das wäre... Also das finde ich immer eine sehr, sehr geile Art, wie man Gegner eliminieren kann. Steht der extra hier? Die Frage ist jetzt... Der sieht uns doch, oder? Wenn ich da... Der guckte gerade so runter. Oh, da hinten läuft noch einer im Gras rum. Moment. Vielleicht können wir den als erstes ausschalten. Die Frage ist nur, bis wo sehen die uns? Der sieht uns nicht. Der offenbar auch gerade nicht. Und der läuft hinten rum. Oh, da unten ist auch noch einer. Für den reichen Kerl. Chefin will Ergebnisse, und zwar gestern. Irgendwas gefunden? Die haben wohl etwas entdeckt. Genaueres weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Na, mein Kind? Ja, ich weiß, ich könnte mich auch hier durchballern. Aber das wäre nicht halb so lustig. Nein, hier ist keiner. Hier ist keiner. Niemand ist da. Halt die Klappe und geh wieder. Nichts. Nein, nichts.
steht der jetzt die ganze Zeit in meine Richtung gedreht? Nee. Dafür kommt jetzt der andere Trottel hier hin. Na super. Er hat gesagt, wir sollen so weitermachen. Ich finde das eine ganz tolle Art zu kämpfen. Deswegen. Es war ein bisschen hinterrücks, ne? Aber ich meine. Rambo und so machen das auch. Jetzt haben sie wohl die Leiche gesehen, oder? Das wäre natürlich nicht so günstig. Bruder, tu den Kopf runter. Man sieht uns. Ich befürchte, dass wir allerdings auch nicht weiter da reinkommen, ohne dass wir Alarm auslösen. Also sprich, ohne dass die uns sehen. Da könnte ich theoretisch hochspringen. Die Frage ist, sieht der mich? Okay, der dreht sich jetzt. Ich würde dich gerne hier runterziehen. Ich weiß aber nicht, dazu müsstest du nach hier kommen. Na? Okay, das ist schon mal gut. Frage ist jetzt, kommen wir unbemerkt auf die andere Seite? Das ist auch so ein Grund. Ich würde gerne mal Hitman spielen. Das soll ja auch so komplettes Schleichspiel in dem Sinne sein. Na, da sieht... Oh, da unten ist noch einer. Wo kommt der denn her? Was macht der denn jetzt da hinten? Ah, muss der Typ jetzt genau jetzt hier hingucken? So, dann haben wir den hier unten zumindest schon mal ausgeschaltet. Ach, Dynamit hatten wir auch gerade, ne? Habe ich gesehen. Ja, Moment. Mir kommt da so eine Idee. Der kommt doch hier immer wieder rum, oder? Ja, das wäre jetzt nur doof, jetzt wo der andere Typ hier gerade rumläuft. Ja, der wird uns sehen, glaube ich. Ja, der wird uns sehen. Och, Junge, jetzt lauf doch nicht weg. Jetzt bin ich extra hier hingegangen. Okay, wir müssen also warten, bis der rechts ist. Und der zweite nicht da. Hallo, gehst du mal weg da? Hallo, jetzt blockier mich hier nicht. Was ist das für ein Assi-Bruder? Nein. Fick dich, Alter. Geh doch mal woanders hin. Geh doch mal pinkeln oder so. Mein Gott. Jetzt kommst du hier hin. Jetzt kommst du hier hin. Ernsthaft. Geh weg. Geh weg. Okay, also ich werde auf jeden Fall Alarm auslösen, glaube ich. Was interessant ist, ich glaube, hier ist alles okay. Ja, da ist alles okay. Jungs, geht ruhig wieder. Jetzt steht der Idiot schon wieder hier mitten im Weg. Ey, ich glaube, es hackt. Es kann doch nicht sein. Komme ich hier nicht rum? Oh nein. Ernsthaft. Kann ich das von hier aus auch machen? Komm, ich gehe mal lieber über die andere Seite.
Oh, Alter, geh mir aus dem Weg. Warum hängst du hier die ganze Zeit mit mir hier oben rum? Bin hier Schleichangriffe am machen? Jetzt steht er da. Ich hätte ihn tatsächlich von der Seite packen können. Alter, geh mir aus dem Weg. Du gehst mir so auf den Sack. Ich warte jetzt hier, bis der rauskommt. So. Ich weiß nämlich nicht, ob da jetzt irgendwie noch Hunderte drin sind oder so, die dann gleich rausgeschossen kommen. Er hat gesagt, wir sollen das in Ruhe machen, also machen wir das in Ruhe. Zur Not haben wir auch noch unser Dynamit dabei, was wir noch zünden können. Wird die Folge halt ein bisschen länger, ist das unsere Schleichfolge. Ist ja nicht schlimm. Wir haben ja auch genug Ballerfolgen hier drin, ne? Jetzt komm zu mir, komm zu mir. Komm zu Mama. Na los. So ist brav. Ganz brav. So, die Frage ist jetzt, kommen die jetzt auch nach hier? Ich glaube nicht, ne? Oh, Junge, ernsthaft. Ey, du gehst mir so auf die Eier, dass du ständig neben mir hängst. Ich meine, eventuell kommen sie schon hier runter. Ich habe keine Ahnung, aber... Bleibt der jetzt da stehen, oder was? Dein Ernst? Was ist das? Oh nee, das brauchen wir nicht. Okay, da können wir weiter. Da können wir nicht weiter. Wo sind die denn jetzt? Kommen die nicht runter? Hallo? Wo bist du denn? Kleiner, komm doch einfach runter und schau nach. Wo sind sie? Ach, das bist du. Durchsuch das Gebiet. Genau, durchsuch das Gebiet. Spring mal hier runter. Spring mal einer hier runter von euch beiden und dann kann ich euch so hinterrücks meucheln modeln vor allen Dingen. Aber wisst ihr was? Ich wollte gerade noch sagen, den knall ich jetzt ab. Aber wenn er sich jetzt doch vielleicht noch hierhin bewegt, dann können wir den vielleicht auch noch so ausschalten. Wir sind Rambo. Wir sind Inkognito. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die gerade sind. Ach, da hinten. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt schieße und der vorne entdeckt mich. Kommt der hintere dann auch? Das wäre jetzt die Frage. Ich hab sie gefunden. Ja, wir können es einfach auch so machen. Nicht ohne. No? Muss jemand gehört haben. Los, schnell weiter. Das ist nämlich das Problem, dass ich nicht weiß, ob wir jetzt gehört wurden und da jetzt eine riesen Armee auf uns zukommt. Gibt es hier irgendwo einen Eingang? Moment, wir mussten doch zu dem... Wo ist denn das jetzt hier von hier aus? Kann ich da hoch? Ja. Hinten ist noch was zum Springen. Moment, sind wir nicht von hier gekommen? Ich bin mir gerade nicht... Ah, nee, Moment, da oben. Ah, ja, ja, da wollen wir hin, genau. Sehr schön. Kleine Gameplayerin hat es doch mal geschafft, den richtigen Weg zu finden. Das ist sehr positiv. Ich schätze, ich muss jetzt von hier aus... Lass mal da rum... Kamikaze! Aua! Nochmal! Okay. Du solltest mal hochgehen. Direkt hinter diesen Mauern. Direkt hinter diesen Mauern, genau. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt dahin? Wo
Über diese Schlucht springen wir nicht. Ne? Wir müssen einen Weg herumfinden. Denke ich auch. Und runter geht's. Ruhig, Mann. Ich hätte fast meine Arme verloren und dann hätte ich hinter mir einen Schläger. Toll. Hätte ich ihn noch abgeknallt. Der Typ ist unser Boss. Was meinst du, was Nadine mit dir machen würde? Ich habe ihren Befehl befolgt. Trotzdem, was glaubst du, würde sie tun? Mich in Stücke reißen. Ganz genau. Atme tief durch und geh mal eine Runde. Genau, geh mal eine Runde in unsere Richtung, bitte. Ich meinen Job machen soll. Der Typ, der macht mir noch ein bisschen Sorgen da oben. Der Amerikaner macht sich hier keine Freunde. Ach, solange sein Geld fließt, soll es mir egal sein. Meinst du, Drake taucht hier auf? Nadine glaubt das wohl. Ich würde ihn und seine Bande zu gerne hier sehen. Das geht uns allen so. Kommt der hier rein? Das wäre super, wenn der eine Typ nämlich nicht so gucken würde da oben. Brüderchen! Ernsthaft? Den wollte ich mir gerade schnappen. Hallo? Gar nicht auffällig, vor allen Dingen, dass da hinten im Weg rumliegt jetzt. Was war das denn? So viel Enthusiasmus, habe ich jetzt gar nicht von ihm erwartet hier. Ich würde gerne pfeifen, so wie bei Assassin's Creed. So. Hierhin, hierhin. Ich glaube, da hat gerade einer gepfiffen. Hallo? Kann das Spiel mich hören? So, aber du solltest trotzdem ein bisschen runterkommen. Ah ne, jetzt steht der wieder da oben. Ich glaube, ich habe nur ein ganz kurzes Zeitfenster, falls ich das hinkriegen sollte. Oder kann ich erst den oben eventuell machen? Nee, da komme ich nicht hin, ne? Okay, weiter geht's. War der denn tot? Ich bin mir nicht so sicher. Komme ich aber doch nicht hoch, ohne dass ich da runterfalle, oder? Nein, nein! Oh. Also da komme ich definitiv nicht hoch. Ich dachte gerade, da oben steht noch einer. Da könnte man... Kann ich über die Steine springen und dann da hoch? Bringt uns das was? Das ist jetzt die große Frage. Ich versuch's mal. Nein. Sam, hier lang. Na, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber ich probier's mal. Ob das so cool ist, da bin ich mir allerdings noch nicht sicher. So, jetzt sind wir schon wieder hier und kommen nicht weiter. Das ist nämlich das, was ich meine. Weil es ist ja toll, dass wir hier sind, aber wir kommen nicht auf die andere Seite. Oder? Können wir da hinschlittern? Ich bin mir nicht sicher. Weil da ist ja was zum Festhalten. Ich guck nochmal hier. Also hier dürfte nichts sein, so wie das aussieht. Also ich vermute mal, dass wir da jetzt rüberspringen müssen und uns irgendwie da festhalten müssen. Ich habe keine Ahnung. Wir schlittern da wahrscheinlich wie blöde runter gleich. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. Wumm. Wumm. Ach, ist doch schön, wenn man komplett den Gesetzen der Physik hätten wir das vorher auch machen können? Nee, da kam man von der anderen Seite, oder? Wir müssen noch mehr rutschen. Ja, finde ich auch. Boah, probier mal, alter Mann. Besser als Bungee springen. Warst du schon mal Bungee springen? Scheiße.
dein Ernst? Das und beschossen werden, in die Luft gejagt, geschlagen, treten. Okay, okay, verstehe. Messern, Drogen. Das haben wir hier aber nichts mehr zum Festhalten, oder? Was haben wir denn hier? Achso, Moment, da ist noch was? Da komme ich nicht hoch. Oder? Moment. Das ist nicht zum Festhalten hier. Also da hinten ist auf jeden Fall was. Ich würde gerne da hinkommen. Das Problem ist, da kommen wir nur hin, wenn ich hier hochkomme. Oder kann ich von da aus da hochklettern? Ja. Oder? Nein! Was macht der denn? Hallo! Geht's noch? Normalerweise würde ich sagen, das ist jetzt der Zeitpunkt, dass ich wohl einen Cut machen sollte. Och nö, jetzt muss ich die gefährliche Einlage hier nochmal machen, oder was? Oh, wo kommst du denn her? Hallöchen. Oder kommen wir? Warst du schon mal Bungee springen? Da kommen wir aber nicht rum, oder? Ich bin hier gerade ein bisschen verwirrt. Ich meine, die haben das doch extra hier hingemacht, damit man da... Moment, wie sind wir... Nein, ach, jetzt schieb mich hier nicht noch runter, du Penner. Wie sind wir denn eben hier hochgekommen? Wir sind doch da hochgesprungen. Ach so, nee, an der anderen Seite, ne? Hä? Jetzt stehe ich hier gerade auf dem Schlauch. Was haben wir denn eben gemacht? Wir sind hier hochgegangen, genau. Das war's. Ach Gott, wenn man nicht mehr weiß, was man vorher gemacht hat, ehrlich. Da kann man aber nicht hoch. Und beschossen werden, in die Luft gejagt, geschlagen, treten, okay. Essen, Drogen. Wieso kann ich hier nicht hoch? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich würde aber auch ungern jetzt hier einen Cut machen, weil ich zumindest die Burg gerne erreichen würde. Oder muss ich hier schlittern und dann da hinten hingreifen? Das kann natürlich auch sein. Probier mal einfach mal. Ah, okay. Okay. Hat er gesagt, hier ist viel mit Schlittern. Dann müssen wir da wahrscheinlich als nächstes hin. So. Frage ist, kommen wir da auf die andere Seite rüber? Ja. Wir sind doch sehr gelenkig. Das hätten wir. Nicht ganz. Wir müssen höher, über die Schlucht. Okay. Ich hoffe, das Rutschen ist vorbei. Meine Hose ist voller Schotter. Ja, ich rutsche lieber, als dass ich hier Gegner habe. Und hier ist auch schon wieder was zum Rutschen. Ha, leck mich. Moment, hier oben ist aber noch was... Dann gehen wir dahin. Sollte theoretisch klappen, so wie ich mir das vorstelle. Falls das nicht so weit ist. Oh, okay. So. Ich frage mich auch, wer eigentlich hier diese ganzen Klettermöglichkeiten hingebaut hat. Ich meine, das sieht ja richtig danach aus, als ob man hier wirklich klettern soll. Als ob das wie dafür gemacht ist. So, hier ist nochmal eine Schlitterpartie. Und dann... Ach so! Oh, leck mich fett. Okay. Ich hoffe, ich drücke die richtige Taste. Wow, perfekt. Hilf mir mal. Hallo, Bruder. Ja, da wären wir. Aber ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt hier noch dauert.
Weil wir sind ja nicht direkt... Wir sind zwar hier drin, aber wir wissen noch nicht genau, wo wir hin müssen. Da würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.